Nach einer längeren Corona-bedingten Pause ist Österreichs größtes internationales Rollstuhl-Tennisturnier wieder zurück. Nach zweimaliger Verschiebung haben viele Spielerinnen und Spieler beim Austrian Open in Groß-Siekatz im Waldviertel sehenswertes Tennis geboten. Auch die heimische Elite ist wieder ins Waldviertel angereist, um sich hier mit internationalen Größen zu messen. Denn Groß-Siekatz ist etwas ganz Besonderes im Turnierkalender. Es ist unglaublich schön, wieder hier zu sein nach 3 Jahren Pause und genieße es vor allem und glaube, dass ich so viel Spaß habe, dass ich auch gut spielen werde. Auch wenn die Planung nicht ganz einfach war, hat man sich von Veranstalterseite getraut, die Tradition fortzusetzen. Wir haben uns im Vorfeld sehr viel mit diesem Thema beschäftigt. Werden wir die Spieler wieder herbekommen? Werden unsere Sponsoren wieder mit dabei sein? Werden unsere 150 ehrenamtlichen Mitarbeiter wieder mit dabei sein? Und die ehrliche Antwort ist, wir wussten es bis vor ein paar Wochen gar nicht. Haben trotzdem entschieden, dass wir das probieren werden und das für mich sehr überragend ist im Moment, dass alles so wieder ist, wie es noch im Jahr 2019 war. Österreichs Nummer 1, Nico Langmann, ist mit großen Erwartungen ins Waldviertel gereist. Nach den Paralympischen Spielen hat er sein Trainingsumfeld verändert und ist nun bereits 17. der Weltrangliste. Ich war 3 Jahre lang jetzt im Team sozusagen und durfte da mit den Allerbesten in Österreich mittrainieren. Aber ich glaube, ich habe sozusagen jetzt in meiner Karriere, ich bin jetzt 25 und nicht mehr der allerjüngste Spieler, und habe irgendwie den Schritt hin zur Selbstständigkeit gemacht und habe jetzt mein eigenes Team um mich herum aufgebaut, habe einen Trainer, den Daniel Marter, der jetzt sozusagen one-on-one nur für mich da ist, habe meine Physiotherapeuten und Co. Also das ist sehr individuell und ich genieße das sehr und habe für mich selbst ein bisschen mehr Entscheidungsfreiheit, aber auch natürlich auch mehr Verantwortung für mich übernommen und bis jetzt funktioniert es sehr gut. Doch es funktioniert auch heuer nicht mit einem Finaleinzug des Österreichers. Der Wiener scheidet im Halbfinale aus. Auch Tennislegende Martin Legner, der bislang letzte und einzige Österreicher, der in Groß-Siekatz gewinnen konnte, kann seinen Sieg von 2009 nicht wiederholen. Gegen den Briten Denon Ward zeigt er zwar viele Schläger, die seine Klasse beweisen, doch letztlich muss sich der Tiroler mit 3:6 und 4:6 geschlagen geben. Ja, ich habe noch nie gespielt gegen den, aber ich habe noch gleich gesehen, der ist sehr stark, der hat sehr harte Schläge und habe aber auch gemerkt, dass er Fehler macht und ich habe probiert, ihn zum Fehler zu bringen, aber er hat noch so schnell gespielt, dass ich gar nicht dazugekommen bin, dass ich nicht, also auf seine Backhand das Spiel und so, aber dann hat er wieder mit der Backhand auch noch gelassen, also er hat verdient gewonnen. Da auch die beiden Paralympics-Teilnehmer Josef Riegler und Thomas Flachs über die erste Runde nicht hinwegkommen, muss das Finale wieder ohne österreichische Beteiligung über die Bühne gehen. Der als Nummer 1 gesetzte Japaner Takuya Miki besiegt Langmann-Bezwinger Casey Ratzlaff klar in 2 Sätzen. Und auch bei den Damen geht der Sieg nach Asien. Die Nummer 6 der Weltrangliste, die Chinesin Zhu Zhenzhen, setzt sich im Finale klar gegen die Französin Mok mit 2 Sätzen durch. Es ist wieder Ruhe im Waldviertel eingekehrt und alle hoffen im nächsten Jahr auf die Fortsetzung des Traditionsturniers. Einen wichtigen